Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten bzw. zum letzten Part, zum Extra-Part besser gesagt, von Kingdoms of Amalur, der Tote Kay, glaube ich, heißt das. So, als kleine Info, ich habe jetzt im Unterwasser, Unterseewehr, habe ich jetzt die Teile, also das Blut für die ersten Gegner gesammelt. Und wir gehen jetzt und gucken mal, was er denn daraus macht. Vielleicht ist er ja... Warte mal. Wir gehen kurz mit dem reden. Kein und das mit, wenn es wir gerade schon hier sind. Ich kann nicht lange plaudern. Ich habe in den letzten... Soll ich bei einem davon auf Bergungstour gehen? Geh mal dahin, so. Also wie gesagt, ich werde das jetzt so machen, dass ich, Oh, es ist fertig, okay. Wir gehen kurz da noch hin, so. Gehen wir kurz. Wobei, wir gehen erst hoch, geben da die, das Blut ab. Und, vielleicht hat er ja schon die Aufgabe für das nächste. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich zeige, wo ich das Blut gefarmt habe und wie wir das Bild dann abholen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ich habe die Fläschchen. Ausgezeichnet! Ihr habt die Essenzen gesammelt. Ich brauche einen Tag, um das Gemälde zu restaurieren. Einige Kleinigkeiten sind ein wenig... Daneben, das Gemälde müsste... Gebt auf euch Acht. Also wir dürfen das Gemälde noch nicht holen. Aber ich sehe gerade, dass da oben was ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorher schon da war oder dass jetzt dieser Turm ist. Aber hier ist eine sehr große Kommode. Und... Das ist ja cool. Es ist schon groß, aber ich muss sagen, ich würde von hier aus als Schiff nichts sehen. So, auf jeden Fall. Wir reden jetzt mit dem Gnom oder mit dem Zwerg. Ich weiß nicht, was von beiden der jetzt gerade nochmal war. Aber wir reden kurz mit dem, weil er das ja fertig gemacht hat. Und dann würde ich sagen, wenn wir mit dem fertig sind, so reden wir erstmal mit dem, so. Was haltet ihr davon, Herrin? Nichts hat sich je so weit dem Himmel angenähert. Ich habe nach Mypha Ronwen geschickt, meiner Freundin aus Trostkap. Sie ist bereit, als eure Gesandte im Ausland zu fungieren. Wenn ihr ihre Dienste benötigt, findet ihr sie in der Botschaft. Wie regiere ich die Greyfall-Fester? Herrin, nun, da euer Thronsaal bereit ist, habt ihr die Gelegenheit, euren Untertanen wirklich zu helfen? Wir geben bekannt, dass ihr in Zeiten, in denen ihr auf eurem Thron sitzt, immer ein offenes Ohr für Bittsteller habt. Ihr könnt nach Gutdünken Urteile fällen oder Hilfe anbieten und eure Untertanen werden es euch danken. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Und sie ist wahrscheinlich... Herrin? Die Dame, von der er gesprochen hat. Ich bin an Diplomatie interessiert. Es ist mir eine Ehre, der Greyfall-Feste als Gesandte zu dienen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Fangen wir ohne viel Aufhebens an. Wenn ihr es wünscht, breche ich auf eine diplomatische Mission zu unseren nächsten Nachbarn jenseits des Meeres auf. Sollen wir anfangen? Legen wir los. Mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Machen wir das mal. Die Dwerger sind geradlinig und ehrlich. Sie gehen jeden Handel ein, der ihnen einen Vorteil verschafft. In Aschengrund gibt es nur drei Themen. Die See, den Handel und Bier. Auf welche diplomatische Mission wollt ihr mich dort schicken? Mach mal ein Bündnis. Bevor wir ein Bündnis vorschlagen können, müssen wir unsere Beziehungen durch Handel und Tributzahlungen festigen. Ach so, dann Handel. Welchen Umfang soll mein Handelsangebot haben? Ganz viel? Ausgezeichnet. Das müsste unsere Beziehungen festigen. Ich bin morgen wieder da. Dann die Freude war ganz auf meiner Seite. Akara. So. Was für ein Blödsinn.
dann tun wir das mal. Wir haben ja Zeit. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin, die auch an Bord unseres Schiffes war, als es sank. Ich bin sicher, sie lebt noch, aber ich kann sie nicht finden. Ihr Name ist Schwester Kiana. Könnt ihr sie für mich suchen? Ja. Lyria, sei Dank. Ich habe gesehen, wie der Bug des Schiffs an der Westküste der Insel vorbeitrieb. Ich bete, dass Schwester Kiana überlebt hat. Dürfen wir noch eins machen? Nein? So. Erfülle deine derzeitige Bittgesuch. Okay, wir machen das erste Bittgesuch. Ich meine, dann ist das halt nicht der... Hey, hallo. Nicht jetzt zu Ende und der letzte Part. Dann machen wir noch die Bittgesuche. Ich finde das okay. Noch ein bisschen questen. Aber... Dann möchte ich kurz das Buch hier. Ich habe für die, aber mir war jedenfalls viel Spaß damit. So, bitteschön. Gebt auf euch acht. Ups, das wollte ich nicht. So. Gut. Dann gucken wir mal. Quests. Dann warten wir uns mal dahin. Okay. So, darf ich hier runterspringen? Ich darf hier runterspringen. So, dann gucken wir mal, ob die Dame da ist oder ob die Dame tot ist. Und die Dame ist tot. Okay. So. Dann auf geht's zurück. Schade, aber wir haben unsere Quest erfüllt. Dann können wir ja mal gucken, ob da noch mehr Bittgesuche sind. Ich finde das cool, dass jetzt noch ein paar Quests kommen, nachdem wir fertig sind. Auch wenn das jetzt nur noch so Nebengedöns ist. Aber hier. Lyria segne euch, Herrin. Hier, bitteschön. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet und es ist tatsächlich eingetreten. Danke, dass ihr mir diesen Brief gebracht habt. Es ist tröstlich, ihre letzten Worte zu lesen. Fallt nicht auf diesen Akara-Quatsch herein. So, was kriegen wir denn hier sonst noch? Ist das immer das Gleiche, oder? Als mein Schiff auf dieser Insel strandete, habe ich als erstes meine Habseligkeiten versteckt. Leider liegt mein Versteck auf der anderen Seite der Insel. Wenn ihr mir meine Sachen holt, überlasse ich euch einen ganz besonderen Schild. Tausend Dank, ich habe die Stelle auf eurer Karte markiert. Ist ziemlich weit weg. Na dann. Also es klingt für mich jetzt nur nach, ja, hol mir das oder mach das. Dann kriegst du das oder das von mir. Aber es ist scheinbar der nächste Tag um. Dementsprechend. Hä? Schön, euch wiederzusehen. Der Tisch war gerade eben nicht da, oder? Ich hatte recht. Das Gemälde zeigt eine Meereshöhle. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, es für euch aufzuhängen. Sagt es mir einfach, wenn ich mit dem nächsten beginnen soll. Ja, dann gib mal her. Das nächste Gemälde erinnert an diese Feste. Aber das Umland sieht anders aus. Dafür müsst ihr einige Fergorter und Murgern töten. Bringt mir die Fläschchen zurück, wenn sie die Farbe gewechselt haben. Okay. Ja, das hat jetzt, wie gesagt, nur noch töten und eigentlich nichts mehr Interessantes. Aber wo ist denn das Gemälde? Bin ich blind? Ah, da! Okay. Da ist das Gemälde. Das ist... nicht so wirklich eine Höhle, aber okay. Gut. Ja, ich würde einfach sagen, dann sehen wir uns, wenn ich die Fläschchen wieder gefüllt habe. Bis dann. Also bis gleich. So, ich habe jetzt das Item besorgt und habe jetzt wieder die Teile getötet, mein Gott. Hallo, meine liebe Wollt Dame. Ihr etwas kaufen? Nee, ich hab das hier. Oh gut, ihr habt sie gefunden.
Wie versprochen, der Schild, von dem ich euch erzählte. Passt auf euch auf, Herrin. Na, wenn wir das Schild bekommen, dann gehen wir gleich auf den Thron und nehmen die nächste Quest an. Aber vorher geben wir das Blut ab. Das habe ich im Übrigen hier in dem Gebiet gefarmt. Da sind die Skelette und die Murgan, glaube ich, heißen die. So, hier bitte schön. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ja. Ausgeht, ich brauche einen Tag. Gebt auf euch acht. Gut, dann gehen wir ganz kurz eben noch das annehmen von der Dame da drüben. Sie haben unsere Tributzahlung angenommen. Mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Welche Art von diplomatischen Beziehungen soll ich mit den Dwarga in Aschengrund knüpfen? Welchen Umfang soll mein Handelsangebot? Ausgezeigt. Ich bin morgen wieder... Die Freude war ganz auf meiner so, Seite. So, gut. Dann mal gucken, was jetzt passiert. Ich würde gerne ein paar Hühner für die Feste besorgen. Allerdings müsste ich sie irgendwie füttern. Ich bräuchte also etwas Fleisch. Hühner mit Fleisch. Zum einen verbessern sie die allgemeine Stimmung. Zum anderen schadet es nicht, mehr zum Essen zu haben. Oh gut, ihr habt das Futter. Danke, die Hühner werden in 0, nichts hier sein. Einen schönen Tag noch. Ich bin verwirrt, wofür der Hühner... Es gibt nichts Schöneres, als Tieren Manieren beizubringen. Gebt auf euch acht. Na dann, achso, wir dürfen instant wieder rauf, okay. Im Moment gibt es keine Bittgesuche. Erkunde dich später noch einmal. Okay. Dann sind es halt scheinbar random Quests oder so, würde ich einfach mal behaupten. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch abwarten und die Bilder machen. Dann würde ich sagen, geht's gleich wieder weiter für euch. Wir sehen uns. Aber ich bin dann erstmal irgendwas machen in Kingdom of Amalur und vertrödel die Zeit, damit es gleich wieder für euch weitergeht. Bis gleich. Denn eine Bitte. Ich bitte euch, in die Gezeitenbecken hinabzusteigen. Warum? Weil es in dieser Höhle einige der tiefsten Löcher gibt, die ich kenne. Ich will nur wissen, was sich auf dem Grund verbirgt. Da war ich schon. Wow, ich bin beeindruckt. Vielleicht sehe ich mir diese Löcher einmal selbst an. Auf dem Grund sind Bäume, sagt ihr? Das hätte ich nicht erwartet. Seid vorsichtig. Okay. Dann... Ich möchte euch zu einem Kampf in der Arena herausfordern. Was sagt ihr dazu? Let's do it. Großartig. Dann lasst uns gleich anfangen. Was meint ihr? Ja. Lass es uns machen. Oh, ich habe ihn getötet. Tja, ich gebe mich geschlagen. Nicht schlecht, Herrin. So, kommt dann... bald mal wieder. Gucken wir doch mal kurz. Schön euch zu sehen. Ob da noch irgendein Anliegen besteht? Herrin, ich hatte gehofft, wenn es euch nicht stört, wärt ihr bereit, mir Material für die Instandsetzung der Feste zu beschaffen? Natürlich. Ich danke euch vielmals. Auf bald. Ich habe ein gewisses Problem mit einer Dame in Trostkap. Ein Problem monetärer Natur. Könnt ihr es vielleicht für mich aus der Welt schaffen? Die Dame heißt Elva Brond. Tja, wisst ihr, ich hatte diese Geschäftsidee, aber sie hat nicht funktioniert.
Es ist nicht meine Schuld, dass ich ihr das Geld nicht zurückbezahlen kann. Ich rede mit ihr. Großartig. Aber denk daran, sie neigt zu Übertreibungen. Gut, dann gehen wir natürlich zu der Dame. Die Handelsmission. Hier sind die Waren, die ich beschaffen konnte. Mit wem sollen wir diplomatische Welche Art von diplomatischen Beziehungen soll ich mit den Dwarga in Aschengrund? Wie viel soll ich ihnen geben? Das müsste unsere... Schön, euch zu sehen. Gut, dann... wo hat er gemeint, ist die... Dame? Dann machen wir das noch kurz und dann... gucke ich... mal, wie ich... wo ist das? Quest. Wo ist das? So, da. Und dann gucke ich mal. Ich muss nach oben natürlich. Dann gucke ich mal, wo ich die nächsten Gegner töte. Was für ein Kampf. Wir geben einfach der Dame das Geld und dann ist die Sache gegessen. Hi. Ich hatte immer ein gutes Gefühl bei euch. Ich wusste, ihr seid zu großem fähig. Das kann ich nicht von allen meinen Kunden behaupten. Was ist mit Kalm geschehen? Dieser Nichtsnutz hat mir mein Geld abgeschwatzt und jetzt drückt er es nicht mehr raus. Worum geht es dabei? Unter uns. Kalum ist ja so stattlich. Als er mir von seinem Plan erzählte, in Trostkap eine Taverne zu eröffnen, habe ich meinen Verstand ausgeschaltet. Okay. Bitteschön. Ich denke, ich werde euer Geld annehmen. Und sag Kalum, er soll sich nie mehr bei mir blicken lassen. Das mache ich schon. Uns. Gut, dann würde ich sagen, farm ich jetzt eben wieder das Blut. Hallo, bis hallo? Gleich. So, das ist das Bild, was er jetzt gemacht hat. Und jetzt ist auch schon das Neue in der Produktion. Mithalfeste, die Schwesterburg von Greyfall, wurde von Scarfs überrannt und verlassen. Dauerhaft plus 3% Fernkampfschaden. Das hört sich doch nice an. Dann haben wir hier Meereshöhle. Eine der zahlreichen Meereshöhlen entlang der Küste von Galgen sind. Dauerhaft plus 5% geplündertes Gold. Das hört sich doch sehr toll an. Dann geben wir kurz die Quest ab und gucken, ob wir noch eine Mission bekommen. Nicht hallo. So schüchter. Ich hoffe, ihr seid hier, um meine Taschen mit etwas Gold zu füllen. Ich habe mit Elva gesprochen. Danke, dass ihr die Sache für mich bereinigt habt. Wer weiß, vielleicht können Elva und ich ja so tun, als wäre nichts gewesen. Nein, sie hat gesagt, sie will dich nicht mehr sehen. So, mal gucken, ob wir eine neue Quest kriegen. Ich habe neulich einen Wissensstein der Dwerger gefunden. Ich wüsste zu gern, ob es noch mehr davon gibt. Würdet ihr sie für mich suchen und mir sagen, was es damit auf sich hat? Ich werde euch von ihnen erzählen. Ich wusste nicht, dass ihr sie schon alle gefunden habt. Ich bin heilfroh, dass ich nicht zu dieser Hochzeit eingeladen wurde. Danke, dass ihr ihre Geschichte erzählt. Gebt auf euch Acht. Na so. Ups, das war falsch. So. Laut der Aufzeichnungen, die Penny gefunden hat, müsste es 6 Gemälde für die Feste geben. Wir haben aber nur 5 gefunden. Eines der Gemälde wird in der Schlickhagwehr aufbewahrt. Wenn ihr das Gemälde von dort zurückholen könntet, wäre die Sammlung der Feste vollständig. Kein Problem. Ich weiß über dieses Gemälde nur, dass es das Schwarze Atoll heißt. Viel Glück auf der Suche. Gebt auf euch Acht. Gut, dann... Die Übersetzung ist fertig. Meine Mutter hat mir eine Modell... Ich erwarte euren nächsten Fund. Dann habe ich... Ich mit... Wir sehen uns. Gut, dann haben wir eine tolle Quest, weil wir jetzt das 6. Gemälde von...
3, die wir erst gebaut haben, bekommen. Aber wir machen es trotzdem. Wir machen es natürlich. Das ist nicht markiert. So, da ist noch zurückgelassene Beute. Die hole ich mir. So. Und dann gucke ich mal die Quest nach. Also gucke ich mal nach der Quest, die er meinte, wo das Gemälde sein soll. So. Dann. Du hast. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, du hast Angst vor Borkers, aber. Da ist noch ein Sumpfborker. Die sind ja schon etwas gefährlicher. So. Nein. Goddammit, geh weg. Ich will reisen. Lass mich in Ruhe. So, okay, warte mal. Quest. Gemälde finden. Das ist hier unten. Gehen wir da mal hin. Na du. Agent Kratzi, was ist los? Lass meine Maus in Ruhe. So, ich drehe die mal kurz nach links. So. Wo müssen wir denn hin? Natürlich da hinten rein. Gut. So. Weißt du? Du kannst den ganzen Tag kuscheln, aber nicht, wenn ich aufnehme. Ja. Da guckt er traurig. Und er schnurrt. Hört man ihn schnurren? Oh, das Gemälde ist hübsch. Ey! Auf! Ne? Ja, da stattet mir die Katze einen kleinen Besuch. Und der Matrose hier auch. Nicht in meinem Mikrofon beißen. Oh, ich laufe falsch. Du. Sehr, sehr unpassend, aber egal. Ich frage mich echt, ob man ihn schnurren hört. Das ist voll süß. Ich laufe wieder falsch. So. Ich glaube, ich mache auch gleich mal wieder Pause von Kingdom of Amalur und nehme was anderes auf. Oder mach was anderes als wie das, weil das jetzt gerade echt nur noch hin und her gerenne, was ich gerade mache. Das ist schon dezent langweilig. Ja, willst du auch mitsprechen, hä? Ja, du, hä? Good luck. Voll süß. So, dann haben wir das auch erledigt. Ja. Nun ist scheinbar das neue Gemälde auch fertig. So. Hallo. Gut. Ich bin wieder da. Wo bist du? Hallo. Die magische Farbe hat wieder prächtig funktioniert. Das Gemälde ist ein furchterregender Anblick, aber ich habe es trotzdem aufgehängt. Wenn ich mit dem nächsten anfangen soll, sagt mir Bescheid. Ja, das sollst du. Ich habe auch noch... So, mach mal das. Also, das nächste ähnelt stark der Haupthalle dieser Feste. Vielleicht verrät es uns, wie sie früher aussah. Ihr müsst dafür Boggarts und Scuffs töten.
Bringt die Fläschchen zurück, wenn sie die Farbe ändern. Und das hier bitte. Ihr müsst die Fläschchen einfärben, ja, die falsch. Ich euch gegeben habe. Ihr habt es gefunden? Großartig. Ich hänge es gleich auf. Gebt auf euch Acht. Das Versteck der Hexe. Schon so mancher Narr wurde in das Versteck der Hexe gelockt und mit selbst ein Gehängter zu werden. Gelockt, um selbst ein Gehängter zu werden. Dauer plus 10% Leben und Mana. Dauerhaft, mein Gott. Was ist das? Mithrafeste. Und wo hatte die anderen jetzt hingehangen? Da oben ist eins. Das schwarze Atoll. Vor langer Zeit erhob sich die schwarzen Korallenriffe hinter der Insel gen Himmel und drohten, die gesamte Insel zu verschlingen. Dauerhaft plus 1 auf Mana-Regeneration. Na du, bist du mit mir im Kuscheln? Wo laufe ich lang? Einmal abgelenkt und dann läuft man gegen alles gegen. So. Was habe ich hier noch hier? Es ist nicht billig, immer gut auszusehen. Wenn ich euch also um etwas mehr Geld bitten dürfte, damit ich einen guten Eindruck hinterlasse. Bitte schön. Ausgezeichnet. Ihr wollt doch nicht, dass eine eurer besten Ratgeberinnen aussieht wie ein Fischweib, oder? Die Freude war ganz auf meiner Seite. Ist mir egal, nimm mein Manäbel. Meine Familie ist bei einem Angriff der Tuata gestorben. Meine Waffenbrüder fielen an den Stränden dieser Insel. Wenn ihr gestattet, würde ich es ihnen gerne gleich tun. Was? Gleich tun? Ich will das eine, was mich von diesen Tuata-Bastarden unterscheidet. Den Tod. Warum? Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub, versteht ihr? Wiedersehen, Herren. Bist du dumm? Es ist schön, euch zu sehen. Warum will er sich töten? Der ist komisch. Wiedersehen, Herren. Na dann, töte dich halt. Ist auch okay. Ich schwöre euch, ich rieche Niskaro in den überfluteten Kavernen. Sie müssen aus der Feste dorthin geflohen sein. Unterirdisch oder so. Wenn ihr mich begleitet, können wir sie vertreiben und die Insel vor diesen widerlichen Kreaturen beschützen. Großartig! Wir haben dieses Ungeziefer von der Insel vertrieben! Okay, also ich glaube, das ist echt nur komplett... Ja, komplett... Grüße. Mach das, dann... Ne? Also ich würde sagen... Wir sehen uns dann, wenn ich alle Bilder habe, weil das jetzt gerade meiner Meinung nach immer nur noch so weitergeht. Zumindest fühlt sich das gerade an. Also, bis gleich. So, dann. Restaurierung abgeschlossen. Wie ich vermutet hatte, ist es der nördliche Teil der Insel. Ich habe das Gemälde für euch an die Wand gehängt. Leider sind mir die Fläschchen mit magischer Farbe ausgegangen, sodass ich bis auf Weiteres wieder mit normaler Farbe arbeiten muss. Vielleicht gehe ich eines Tages zurück nach Hause, aber bis dahin gibt es auf dieser Insel noch viel zu malen. Gut, dann gucken wir uns mal die Gemälde an. Die Wurzeln von Akara. Akaras Wurzeln erstrecken sich über ganz Galgensind und halten Stück des Landes. Halten Stücke des Landes wie. Alter, Ridlocker auf. Wie schwebende Inseln in der Luft. Dauerhaft plus 1 Lebensregeneration. Und ich glaube, das ist auch neu. Du fällst runter. Hör auf! Greyfall-Feste, die Haupthalle der Greyfall-Feste. Nach ihrer Richtung. Dauerhaft plus 3 Nahkampfschaden. So. Das wär's dann von den Gemälden. Aber jetzt hör auf. Ich muss kurz meine Karte.
Aua! Ey, der ist so aggressiv manchmal. Der hat echt süße Seiten an sich, aber manchmal ist er halt echt aggressiv. Das nervt etwas, aber naja. Gut, auf jeden Fall, wir haben noch etwas vor uns, bevor es das wäre. Und zwar, das war falsch. Schicksal, nee, warte, wo war das? Status. Und zwar haben wir noch Wissensteinchen, die wir uns anhören können. Dafür mache ich aber ganz kurz eben die, ich glaube, das war der Effekt. Ich weiß, das ist jetzt laut, aber muss so. Status war das, ne? Ja. Dann bin ich jetzt leise. So höret. Wir singen von großen Königen zur See und ihrer Kraft. In Wehren erwacht, vom Flüstern des weißen Windes. Er war Häuptling Ulfsten, Vater von Findlingen, gerühmt und geliebt. In ihrer traurigen Pflicht legten sie ihn auf ein Schlangenross, küssten sanft seine Stirn und vergossen Tränen in die Flammen, bis schwermütige Wogen und purpurnes Banner ihn nordwärts trugen. Mit schweren Schätzen auf der Brust. Die große Flamme erblühte, juwelengleich und wild. Eine dunkle Nacht erhellt von königlichem Feuer. So höret, wir singen von Zollswart, Erbe von Ulfs den Schildbrecher. Mit starker Hand und reinem Herzen, mit Ruhm auf weißen Schwingen, der die Insel für sich beanspruchte und seine großen Zwergenwehren errichtete. Untersee, Schlickhark, Klippenbruch und Seelengrund. Vier Schätze, vier starke Festen als Geschenk für seine Liebste. Denn an seiner Seite schritt Lady Anruhn, seine holde Kriegerbraut. Sie begehrte eine Hochzeitsfeier und ihre gesamte Sippe kam, um ihr das größte Geschenk von allen zu machen, die mächtige Feste Greyfall. Die Feier schwoll an, die Kettenrüstung fielen, wie auch die Helme aus Eisen, während die Barden sangen im Rausch und die Betten riefen. Da kam aus den Tiefen blaudunkler Stollen der Schrecken Draug, in ihre schlummernden Hallen gekrochen, in denen die Krieger kämpften mit Träumen voll Wein und Lust, allein in der furchtsamen Wehr. Sie fraß sich fest, belebt von böser Freude an zermalmten Knochen und zerstörten Leibern, als sie die Mauern mit Blut tränkte, in schreiender Verzückung. Eine fluchschwarze Sonne erhob sich hoch über Herd und Hallen. Mit stumpf gezogenen Klingen erhoben sie sich von Krügen, erwacht voll Schrecken. Als Stille die Zungen ergriff, herrschten Schmerz und Qual in Greyfall, denn Anruhn fand ihr Grab, die Stille ihrer langen Nacht. Dem Befehl des Hochspeers folgend, beantworteten alle Krieger den Ruf, um die Bestie Draug zu jagen, in Blutschatten und Wehren, mit stählernen Klauen und giftiger Zunge. So marschierten sie in ihrem Namen, Anruhn, Schattenkönigin Zollswarts. Tief in dämmergrauen Wehren hörte der Sippenkönig ihr Geheul. Einen gewaltigen Triumphschrei, geboren aus derart üblem Entzücken, dass Flammen der Wut sein Herz zerfraßen. Vorwärts schlich er, bis in bitterem Kampf Mann auf Bestie traf und blutige Zähne knirschten. Die Bestie stürzte mit wirbelnden, blutroten Roben, ihr Verderben umspülte Zollswart, als die Flut sich strahlend zu ihnen hob. So höret, wir singen von Ulfstens Sohn, Draugs Verderben, Bestienschlechter, mächtiger Herr von Greyfall, sturmgesandter König in der Höhe.
Der erste Zyklus, die Irati. Ich grüße dich, liebste Nette. Es macht die Entfernung erträglich und hält die Angst fern, wenn ich diese Aufzeichnungen als private Korrespondenz betrachte. Du weißt ja, wie sehr mich diese Expeditionsreisen zermürben. Aber ich sollte beginnen. Ich war mir nicht sicher, was mich nach meiner Landung auf dieser düsteren Insel erwarten würde. Einige erste Untersuchungen deuten jedoch auf eine beträchtliche Irati-Präsenz hin, die älter ist als alle anderen Spuren organisierten Lebens auf der Insel. Es ist merkwürdig. Warum sollten derartige Geschöpfe in diese verwundete Welt hinabsteigen? Was auch immer sie gerufen hat, muss gewaltige Macht besessen haben. Ich werde weiter nachforschen müssen. Gib auf dich Acht, liebste Nette. Ich vermisse dich. Der zweite Zyklus, die Alphar. Du hättest keinerlei Freude an der unangenehmen Kletterei, die nötig ist, um diese Insel zu durchqueren, meine Liebe. Sie ist wahrhaft tückisch. So wie ich mich dabei winde und verbiege, ähnle ich vermutlich den Akrobaten, die wir vor all diesen Nächten im Sonnenlager gesehen haben. Die Irati waren nicht die einzigen Bewohner von Galgens End, wenn auch zweifelsohne die ältesten. Natürliche Höhlen im Norden und Süden liefern zahlreiche Hinweise auf eine Vielzahl anderer Besucher. Sowohl aus zivilisierten Völkern als auch aus dem Reich der Bestien. Die Strände sind mit Waffen und Rüstungen der Alphar übersät, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. Sie scheinen diese Insel ebenfalls überstürzt verlassen zu haben. Diese Tendenz ist beunruhigend. Was versetzt ihr alle in Angst und Schrecken? Grüß die Templer von mir, liebste Nette. Du bist wie immer in meinen Gedanken. Der dritte Zyklus, der Pirat. Oh, Nette, ich wünschte, du könntest den Himmel über Galgens End sehen. Er ist atemberaubend. Erinnerst du dich an den Mythos vom Piratenkönig, der bei den einfachen Leuten kursierte? Sie nannten ihn den Toten Kell. Nun, er lebt, meine Liebste, und er ist ebenso real wie du und ich. Und nicht nur das. Er hat sich hier auf unserer verborgenen Insel sogar einen ziemlich beeindruckenden Hafen erbaut. Diese gewaltige Unternehmung hat ihn Jahre seines erbärmlichen Lebens gekostet. So viel Zeit, die er wahrlich besser hätte nutzen können. Merkwürdig. Sämtliche Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass der tote Kell vor nicht allzu langer Zeit ermordet wurde. Ausgerechnet von den Alphar. Doch derartige Berichte sind eindeutig falsch. Ich muss vorsichtig sein. Die Helfer des toten Kell schleichen auf den Anlegestellen und in den Gezeitenbecken herum und er droht jedem mit dem Galgen, der sich in die Nähe seiner Beute wagt. Ich möchte nicht, dass es zu einem Missverständnis kommt. Oh, Nette, ich bin diese Einsamkeit so leid. Diese Trennung wird noch mein Tod sein. Der vierte Zyklus, die Dwerger. Die Fergorta haben meine Anwesenheit entdeckt. Sie jagen mich bis tief in die Nacht hinein und stecken ihre von Fackeln beleuchteten Schädel in jede Ecke und Wehr. Ich darf hier nicht verweilen, zumindest nicht lang. Augenscheinlich waren die Dwerger das letzte zivilisierte Volk, das Galgens End bewohnte, sofern man die Zwerge überhaupt als zivilisiert bezeichnen kann. Die gesamte Insel ist von den Überresten ihrer Herrschaft gezeichnet, deren Höhepunkt die gewaltige Greyfall-Feste im Süden darstellt. Allerdings kann ich in der Anthologie des Frostbruchs keine Hinweise auf einen derartigen Ort finden. Ihre Besetzung der Insel war bestenfalls vorübergehend. Sie waren nur eine weitere Gruppe, die kam und wieder verschwand. Was war das? Ein Geräusch? Schritte? Meine Nerven liegen blank, liebste Nette. Ich denke nur noch an Adessa, an dein Gesicht und die Freuden unseres Zuhauses. Ich muss los, sie kommen. Der fünfte Zyklus, Akara. Ich höre ihn, liebste Nette. In jeder wachen Stunde höre ich ihn. Eine Stimme wie Donnergrollen, die ich niemals vergessen werde. Ich muss es mir eingestehen. Meine Expedition ist vorbei.
Der tote Kell und seine Gehängten haben mich in dieser Kammer aufgespürt. Sie wollen Blut sehen. Sie schätzen ihr sorgfältig gehütetes Geheimnis offenbar sehr. Es ist eine weitere Waffe, die sie gegen die Außenwelt führen können. Und was bin ich anderes als ein Licht der Wahrheit, ein leuchtender Speer, um ihre Finsternis zu vernichten? Aber die Stimme, sie ruft nach mir. Sie verspricht mir Schutz vor dem aufziehenden Sturm. Ihr nennt sich selbst Akara, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Was habe ich nur getan, indem ich hierher gekommen bin? Ich wollte doch nur das Unbekannte kennenlernen, das Vergessene entdecken. Doch du hattest mich gewarnt. Und du hattest recht, liebste Nette. Du hattest recht. So, das war's mit dem ersten DLC von Kingdoms of Amalur, glaube ich. Mal kurz leiser. So. Ich glaube, die Bilder habe ich alle gezeigt gehabt. Ja, ich glaube, es müsste es sein. Ich weiß nicht, ob diese Thronquests jetzt unendlich lange gehen oder nicht. Ich nehme es einfach mal an, weil da halt immer und immer wieder was kommt. Und falls nicht, kann ich das ja immer noch aufnehmen. Das, falls ihr das schon mal gespielt habt, könnt ihr mir das ja gerne schreiben, ob das irgendwann auch ein Ende hat. Dann würde ich das schon definitiv noch nachholen. Ansonsten würde ich sagen, dass es das war von dem DLC. Wir so gut wie alles gesehen haben, außer halt jetzt diese Thronquests. Aber da habe ich halt echt keinen Bock drauf, weil sich das gerade nicht anfühlt, als hätte das ein Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten DLC, und zwar im DLC Zahn von Neros. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Bis dann und bye bye!